Meine sehr verehrten Damen und Herren, Autorità, è con vivo piacere che do il benvenuto alle autorità e a tutti i numerosi partecipanti di provenienza della nostra regione, ma anche da varie parti d'Europa, nonché dagli Stati Uniti d'America e dall'Asia, questa cerimonia per il conferimento del premio di giornalismo europeo 2002 al dottor Paolo Maganiotti. Ci sono così tante autorità che a salutare tutti ci chiederebbe troppo tempo. Quindi vorrei salutare molto cordialmente tutti i presenti, con viva cordialità, i rappresentanti della provincia, della regione, dello Stato, della Chiesa e della società. Un particolare saluto rivolgo all'egregio vicepresidente del Parlamento europeo, dottor Ingo Friedrich, che ringrazio di cuore per l'alto onore che ci concede nell'essere presente fra di noi per questo importante evento. Saluto l'egregio presidente del Bund der Steuerzahler in Europa, Herrn Baron Rolf von Hohenhau, l'egregio presidente fondatore dell'Associazione dei contribuenti italiani, Armando Del Vai, l'egregio presidente internazionale dell'Associazione dei giornalisti europei, Herrn Helmut Hetzel, l'egregio presidente della sezione tedesca dell'Associazione dei giornalisti europei, Herrn Rotger Kindermann. Ed un saluto ed un augurio rivolgo certamente al nostro amico dottor Paolo Maganiotti. Allow me a special welcome to our guests coming from the United States of America and from Asia. We appreciate your participation very much to consider your presence here a special contribute of honor to our prize winner, Dr. Paolo Maganiotti. Per questa felice scelta del Dottor Maganiotti, mi compiaccio con l'Associazione dei giornalisti europei, con il Bund der Steuerzahler in Europa e l'Associazione dei contribuenti italiani. Il Dottor Maganiotti sicuramente è un giornalista che ha tanto merito non solo per la sensibilità e l'appassionato impegno profuso per la nostra autonomia in un'ottica europea, ma soprattutto per la comune sensibilità che ha sempre dimostrato nei confronti anche della popolazione tedesca e ladina della nostra provincia e per le sue iniziative cioè col resto dell'Austria, della Germania, del resto degli altri paesi europei. La sua attenzione, ma soprattutto la sua capacità di promuovere e intrattenere rapporti internazionali al di là della cornice europea è sicuramente esemplare. È pertanto con viva soddisfazione, come già detto, che ho voluto organizzare la cerimonia di consegna del meritato premio europeo di giornalismo 2002 al dottor Paolo Maganiotti, al quale esprimo le mie più vive felicitazioni. Questa cerimonia ci offre pure occasione di riflettere sulle grandi trasformazioni e sfide che stanno di fronte al processo di unificazione europea. Ringrazio anticipatamente gli ospiti che interverranno per le riflessioni che in merito ci offriranno. Verehrte Damen und Herren, der heutigen Begegnung kommt eine besondere Bedeutung zu. Denn zum ersten Mal in dieser Legislatur des Regionalrates treffen sich in beispielhaft großer Zahl Vertreter des öffentlichen Lebens aus dem Trentino, aus Südtirol, aus Österreich, aus Deutschland und wie wir gesagt haben, auch einige Vertreter aus den Vereinigten Staaten. Sie wohnen einer Veranstaltung bei, die durch die Verleihung des Europäischen Journalistenpreises weit mehr als nur ein symbolischer Akt ist. Und Ihre Anwesenheit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eine deutliche und beeindruckende Bekundung des Willens, dass wir in der Zeit der Diskussion über eine künftige europäische Verfassung alle politischen Grenzen hinter uns lassen wollen. Wir wollen die Bildung eines europäischen Geistes, der in der Freiheitstradition des Abendlandes wurzelt, gegründet auf seinen christlichen Grundwerten der Menschenwürde und damit der Achtung aller Völker und Kulturen mit ihren Sprachen, ihrer Geschichte, ihren Erfahrungen. Wir wollen, dass diese Völker und Nationalitäten und Minderheiten Europas ihre Identität bewahren. Und viele, die von Ihnen hier sind, vor allem aus dem politischen Bereich, haben zum Teil schon Jahrzehnte in dieser Richtung verdienstvoll gearbeitet. Wir wollen uns alle bewusst sein der hohen Aufgabe, dass wir eine enge Zusammenarbeit pflegen wollen für die Entfaltung der Demokratie
und der politischen und kulturellen Rechte aller Bürger Europas, der Einzelnen wie auch der Gemeinschaften. Und darum, wie ich vorher schon sagte, beehrt sich der Regionalrat als Gastgeber dieser Veranstaltung, seine Dankbarkeit ausdrücken zu dürfen, allen, die journalistisch gewirkt haben und wirken, in dem Sinn, dass sie damit der Freiheit, aus ihrer moralischen Verantwortung heraus, aus ihrem Bestreben, die Dinge in ihrem Wahrheitsgehalt darzustellen, dass sie auf diese Weise eine unersetzliche und wertvolle Arbeit leisten für die Erhaltung der Freiheit der Demokratie bei uns und überall in Europa. Wir kommen nun zum Festvortrag und zur Laudatio des Herrn Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Dr. Ingo Friedrich. Herr Dr. Friedrich, in Ihrer Person ist gewissermaßen die Idee der Einheit, der Freiheit und der Demokratie in Europa vertreten. Und darum danken wir Ihnen in ganz besonderer Weise für die Ehre Ihrer Anwesenheit und für den Festvortrag, um den wir nun bitten. Herr Präsident des Regionalrates, Trentino, Alto Adige, Südtirol, lieber Dottore Paolo Magagnotti, meine Damen und Herren, Präsidenten der europäischen Steuerzahler, der europäischen Journalisten, cari amici, erlauben Sie, dass ich auch drei Freunde namentlich noch erwähne, mit denen ich sehr viel in Europa zu tun haben durfte. Meinem Freund aus dem Europäischen Parlament, Ihrem früheren Präsidenten Joachim Dalsas, Senator Mitterdorfer, und meinem Freund Alexander von Egen. Wir sind Freunde seit 20 Jahren persönlicher Art. Vielen Dank, dass ihr da seid. Meine Damen und Herren, I'm very glad that also some friends of America are here. And we Europeans, we hope that there will no new gap between the old Europe, the new Europe and America. We are friends together. Wir haben die gleichen gemeinsamen Werte. Und wenn ich hier sehe, dass Sie das Kreuz in einer sehr beeindruckenden Form, Herr Präsident, in Ihrem Landtag hier und Regionalrat zeigen, dann ist dies doch von einer ganz spezifischen Signalwirkung für uns in ganz Europa. Und wenn wir heute in Südtirol hier sein dürfen, dann ist festzustellen, lieber Herr Preisträger des heutigen Tages, dass es eine Art Siegeszug der Regionen in Europa gibt. Wir haben festzustellen, seitdem Joachim Dalsas und ich 1979 im Europäischen Parlament angefangen haben, dass die Bedeutung der Regionen, Gott sei Dank, in unserem Europa immens zugenommen hat. Das gilt für das schöne Italien, Bella Italia. Das gilt für das große, nehme ich zurück, für das etwas von Bevölkerung größere Deutschland. Dort für Bayern, Sie erlauben, da komme ich ja her. Sie wissen, Bayern ist außer Südtirol der schönste Teil Mitteleuropas. Ja. Und es gilt auch für Spanien, wo heute Katalonien, Galizien, Kastilien stolze Regionen sind. Es gilt insbesondere für das uns alle besonders ans Herz gewachsene Südtirol. Südtirol mit seiner Scharnierfunktion zwischen dem italienisch sprechenden und dem deutsch sprechenden Raum, mit einer ganz besonderen Bedeutung für Stabilität, für Wertebewusstsein und für Beispiel dafür, was in Europa möglich ist. Freundschaft, Zusammenarbeit über frühere Grenzen hinweg. Nun sollte ich eigentlich eine Festrede halten, wo ich alle Probleme der Osterweiterung, der europäischen Verfassung, der Werteentwicklung zusammenfasse und dann auch eine Laudatio auf den Herrn Preisträger Magagnotti. Mir ist gesagt worden, ich habe eigentlich so viel Zeit wie alle Redner vor mir zusammen. Aber wir sind ja hier nicht in Bayern. Dort gab es einen Ministerpräsident, der hat seine Zuhörer nie nach Hause gelassen, bevor er nicht 2 Stunden geredet hat. Und ich war manchmal neben ihm gestanden. Und er hatte da so 2 Zettel bei sich liegen. Da waren jeweils 3 Begriffe drauf. Und ich habe dann gefragt, Herr Ministerpräsident, also war Franz Josef Strauß, was war denn jetzt drauf gestanden? Er hat gesagt, auf dem linken Zettel 3 Stichworte, da klatschen die Leute immer. Und auf dem rechten 3 Stichworte, da lachen die Leute immer. Ich sage, ja, was ist denn da zum Beispiel so ein Stichwort? Das suchen Sie jetzt raus. Auf einer Seite war bei der Seite, da klatschen die Leute immer, war ein Wort gestanden. Dear Friends from America,
hoffe, es wird übersetzt, da hat er dann gesagt, die Geschichte, die dazugehört, lautet: Aber im Übrigen, meine Damen und Herren, amerikanische Verhältnisse wollen wir bei uns nicht haben. Und da klatschen manchmal die Leute heute noch. Aber das ist in der jetzigen Phase natürlich anders zu verstehen als damals. Heute geht es in einer sehr ernsten globalen Situation darum, einen gemeinsamen Weg zu finden. Nun, ich versuche diese Brücke trotzdem zu schlagen. Ich fange mal mit einigen Überlegungen an zur heutigen Situation, was Herr Kindermann ja schon erwähnt hat, Osterweiterung und neue Verfassung. Ja, meine Damen und Herren, liebe Europäer, und nicht einmal der Schnee hat ja die Nordeuropäer abhalten können, nach Südtirol zu kommen heute. Meine Damen und Herren, die Osterweiterung ist eine gigantische Herausforderung. Sie müssen sich mal vorstellen, wir werden dann eventuell 800 Abgeordnete sein. 800! Jeder Abgeordnete bringt mit Assistenten, Referenten, Beamte. Dort tummeln sich dann in einem Gebäude 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 Menschen. Bereits heute haben wir manchmal im Europäischen Parlament in Brüssel 15.000 Menschen, die an einem Tag in dem Gebäude sind. 15.000! Das ist mehr als im Regionalrat in der ganzen Woche da sind. Ja? Die Sprachenproblematik. Bisher haben wir 11 Amtssprachen. Es werden dann eventuell 21 Amtssprachen sein. Ein Gewirr. Die Damen, die heute so viel leisten müssen, mein bayerisches Deutsch in Italienisch zu übersetzen, das wird nahezu unbezahlbar. Wir haben ja ausgerechnet etwa 1 Milliarde Euro Kosten der Übersetzung pro Jahr. Wer soll das bezahlen? Die Steuerzahler haben schon gesagt, mit uns nicht. Wie aber das verwirklichen? Die Sprachen sind wichtig. Wir versuchen jetzt mit Brückensprachen uns zu retten, dass also nicht alles sofort, simultan in alle Sprachen übersetzt wird, sondern erstmal in eine und dann in einer zweiten Phase in die andere Sprache. Hat natürlich auch dann Probleme, wenn der finnische Minister einen Witz macht und es wird nicht sofort auf Deutsch übersetzt, machen zwar alle anderen, aber die Deutschen noch nicht. Dann sagt man wieder, die Deutschen haben keinen Humor. Was ist jetzt los? Ja, ich habe gesagt, wir haben keinen Humor, jetzt hat es gleich gekracht. Also, meine Damen und Herren, Osterweiterung ist eine schwierige Angelegenheit. Es gibt neue, günstige Produkte. Es gibt plötzlich ein Auto aus Tschechien, das sehr billig ist und sehr gute Qualität liefert. Mehr Wettbewerb, ja. Und trotzdem, meine Damen und Herren, die Osterweiterung ist ein Beitrag zur Stabilisierung unserer Großregion. Zur Stabilisierung des Raumes zwischen Lissabon, Hammerfest und Moskau. Dieses große Dreieck Süd-Ost-Nord, in dem wir alle liegen, diese Stabilisierung hat langfristig für uns und unsere Kinder eine segensreiche Wirkung. Deswegen müssen wir sie anstreben, diese Osterweiterung, natürlich mit dem Wunsch, dass sie ein Erfolg wird. Und die zwei Scheiben symbolisieren ja die Komplexität einerseits, andererseits die zwei Seiten immer auch einer Medaille. Soviel also zur Osterweiterung. Ja, trotz großer Probleme, die das mit sich bringt. Die neue europäische Verfassung wird diskutiert mit Giscard d'Estaing. Auch eine riesige Aufgabe. Wie sollen die Kompetenzen gegliedert werden zwischen der europäischen Ebene, der nationalen und der regionalen Ebene? Was soll europäisch gemacht werden? Und jeder Betroffene sieht es dann auch wieder anders. Also zum Beispiel, die bayerischen Tankstellenbesitzer in der Nähe der österreichischen Grenze, die jetzt feststellen, dass das Benzin in Österreich wegen der Ökosteuer in Deutschland 20 Cent billiger ist, die wollen, dass das harmonisiert wird. Ökosteuer in ganz Europa oder nirgends. Aber die österreichischen Kollegen auf der anderen Seite sagen, nur wegen der Situation in Deutschland sollen wir eine neue Steuer zahlen? Nie! Das wollen wir in Europa nicht harmonisieren. Und so gibt es immer wieder die Problematik, machen wir es gleich oder lassen wir es unterschiedlich? Ich hatte mal eine sehr intelligente Studentengruppe als Besucher in Brüssel. Die diskutierten die erste Viertelstunde, warum gibt es so viele Unterschiede in Europa? Das müsste doch gleich gemacht werden. In der zweiten Viertelstunde diskutierten sie, sagten, warum mischt sich Europa in jede Kleinigkeit ein? Lasst doch mehr nationale, regionale Unterschiede.
Da habe ich gesagt, ja, jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Erst wolltet ihr mehr Einheit und in der zweiten Hälfte habt ihr gesagt, mehr nationale Vielfalt. Ja, was wollt ihr denn? Das oder das? Und da wollte ich eine Volksabstimmung machen, Herr Präsident. Ich habe gesagt, wer ist denn jetzt für die Alternative A, mehr Gleichheit? Und wer ist für Alternative B, mehr nationale Vielfalt? Aber bevor ich abstimmen konnte, meldete sich der Gescheitste in der ersten Reihe. Sagt, die Abstimmung gilt nicht. Sag ich, warum nicht? Was wollen denn Sie? Sagt er, wir wollen beides. Das ist so, als wenn jemand sagen würde, wir wollen gleichzeitig verheiratet und gleichzeitig nicht verheiratet sein. Aber es geht anscheinend nicht. Also europäische Verfassung, Kompetenzgliederung. Was soll europäisch, was soll national gemacht werden? Welche Grundrechte gelten bis hin zu dem Aspekt, soll in diese Verfassung ein Gottesbezug oder soll nichts diesbezüglich hinein? Wir haben einige Verfassungen in Europa, da gibt es diesen Bezug auf eine transzendente Institution, andere, da gibt es nicht. Die französische Meinung des Laizismus sagt, wir wollen eine Verfassung ohne Bezug auf Gott. Wir haben durch die Französische Revolution das endlich weggebracht und es soll nicht wieder neu durch Europa eingeführt werden. Sie sehen also Probleme zuhauf und trotzdem muss ich sagen, Europa ist bereits bisher seit 1957 den römischen Verträgen ein großer Erfolg für uns alle. Und jetzt bin ich bei der Stimme für Europa. Und es ist nicht nur ein Titel einer Rundfunksendung, sondern es ist praktisch die Beschreibung der Aufgabe unseres heutigen Preisträgers Dottore Paolo Magagnotti. Er ist die Stimme Europas für viele von uns. Und er ist nicht nur aus diesem Grunde eine außerordentliche Persönlichkeit in Europa und im europäischen Journalismus, sondern er ist für mich und viele von uns, die es beobachten können, ein Ausnahme-Europäer. Und er bekommt heute zu Recht diesen Europäischen Journalistenpreis des Jahres 2003. Und deswegen an der Stelle schon einmal vorweg einen herzlichen Glückwunsch, lieber Paolo Magagnotti. Sein ganzes Denken als promovierter Politologe, als Soziologe war stets geprägt von seinem starken Wunsch, immer wieder neue Wege zu beschreiben, Unruhe zu verbreiten, Begeisterung und der unbändige Drang, neue Erfahrungswelten gerade im Bereich der Gesellschaft und der Kultur zu erschließen. Dies sind die Kennzeichnungen eines Journalisten, der auch der Initiator vieler soziokultureller Projekte ist. Meine Damen und Herren, in der Turiner Tageszeitung La Stampa wurde einmal der junge Magagnotti, da war er noch unkalkulierbarer, war er ungestümer als heute. Heute ist er ein seriöser Gentleman, ein kalkulierbarer Journalist. Aber in seinen Jugendjahren, und viele von uns hatten ja ein bisschen die stürmische Zeit, wir wissen es ja auch aus der Klassik der Literatur, aus der Sturm- und Drangzeit eines Schiller oder eines Goethe. Damals schrieb mal die Tageszeitung La Stampa, der Journalist Livio Burato, ich weiß nicht, ob er heute zufällig anwesend ist, der hat in einem Artikel geschrieben über eine Landkampagne von Magagnotti, weil er nämlich gesagt hat, warum müsst ihr in Urlaub fahren nach Südostasien, Herr Botschafter aus Indonesien, macht doch Urlaub auf dem Bauernhof. Und dann hat er geschrieben, im Trentino halten ihn einige für ein bisschen verrückt. Aber diese Meinung hat sich total geändert, denn bereits im März 1973 verabschiedete die autonome Provinz Trient das erste Gesetz Italiens über Urlaub auf dem Bauernhof. Und ich sage Ihnen sogar, in Bayern, wir sagen manchmal zu Hause im Freistaat Bayern, ist diese Idee Urlaub auf dem Bauernhof eine grandiose Möglichkeit für viele Landwirte, Touristen zu betreuen und die fühlen sich sehr, sehr wohl dabei. Also der mittelalterliche, schon in die reiferen Jahre gekommenen Magagnotti, der hatte dann eine äußerst positive Presse bis hin zu den seriösen Zeitungen in Deutschland, etwa der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Und nach seiner Tätigkeit als Redaktionsleiter der Wochenzeitschrift des Verlages Fabri Editori in Mailand trat er Mitte der 70er Jahre in die Regionalverwaltung Trentino Südtirol ein, wo man ihn wegen seiner innovativen Themen bei der Gestaltung der Monatszeitschrift Terra Trentina und in der Öffentlichkeitsarbeit für Landwirtschaft ganz hervorragend begrüßen konnte. Marcanoiotti erkannte aber schon bald, dass in diesem Grenzgebiet für die Beziehung der Sprachgruppen untereinander sehr viel Fingerspitzengefühl und Ausgewogenheit erforderlich sind. Er ist und war immer davon überzeugt, dass es neben der Arbeit der Politik auch ein Umdenken der Gesellschaft braucht. Ausgehend von der Überzeugung wurde er zu einem glühenden Verfechter der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Nicht nur für Projekte dies und jenseits des Brenners, sondern auch und gerade mit anderen europäischen Regionen. Er war dann Pressechef der Region Trentino-Südtirol und hat maßgeblich zu einem besseren Verständnis der beiden Sprachgruppen und zur Entwicklung eines europäischen Bewusstseins gerade in dieser norditalienischen Region beigetragen. Und als Anerkennung für dieses Engagement erhielt Dr. Marcanoiotti bereits 1987 den Tiroler Adlerorden in Gold. Meine Damen und Herren, sein besonderes Augenmerk galt dabei immer der Lösung dieser ethnischen Spannungen, die ja naturgegeben sind. Und ich darf mal sagen, sogar bei uns in dem von außen so geschlossen wirkenden Bayern, da gibt es im Norden die Franken, zu denen ich mich zähle, und im Süden die Altbayern. Ich sage Ihnen, wir sprechen fast dieselbe Sprache und trotzdem gibt es immense Spannungen. Für uns sind die Altbayern immer so knallharte Bazis, während für die Altbayern sind wir Franken immer so halbe Preußen. Ja, und Sie wissen, was das bedeutet. Aber wenn ich vorhin gehört habe, wie Sie den Fleiß gelobt haben oder dass Rolf von Hohenau den Präsidenten nachts noch erwische, habe ich mir gedacht, das ist fast was Preußisches. Ich weiß gar nicht, ob das bei Ihnen erlaubt ist. Ja. Also es ist dieser rastlose Europäer Paolo Marcanoiotti, der auch bei offiziellen Missionen des Europarates seine segensreiche Tätigkeit einbringen konnte. Etwa als Mitglied der Joint Mission des Europarates in Georgien, in Tiflis, 1994 bei der Mission in Moldawien im Zusammenhang mit den Problemen dort im Grenzbereich, 1996 Beteiligung am UNO-Seminar und Europaratsseminar zur Lösung der Probleme Bosnien-Herzegowina in Budapest und nicht zuletzt im November 1998 in Slowenien. Teilnahme dort als Experte über Regionalisierung, Dezentralisierung und Strukturen der Europäischen Union. Sie sehen, dieses Grundmotiv zieht sich durch das gesamte journalistische Leben von Paolo Marcanoiotti. Und er hat durch seinen hohen persönlichen Einsatz dazu beigetragen, dass immer wieder Spannungen abgebaut werden konnten und gemeinsame Ziele formuliert werden konnten. Seit 90 hält er Referate an europäischen und amerikanischen Universitäten und er ist dort bekannt als gerade Experte für Regionalisierung und grenzüberschreitende Zusammenarbeit. An der Universität in Berlin hat er Vorträge gehalten am Institute for Conflict Analysis and Resolution der George Mason University in Virginia und in Kalifornien. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Und im Jahr 2000 war er akademischer Mentor einer Gruppe amerikanischer Studenten, die in Trient europäische Fragen studiert haben. Ich breche hier ab, weil die Liste so umfassend ist, dass ich sie auch hier heute nicht vollständig vorlesen kann. Stets bereitete unser heutiger Preisträger sich eine besondere Problematik, etwa bei der Vorbereitung des Projektes zur Ausbildung von künftigen amerikanischen und asiatischen Diplomaten. Hier ist ein Vertreter Indonesiens gerade auch deswegen anwesend, wobei er auch diesen Diplomaten gerade immer den europäischen Aspekt nahebringen konnte. Ich möchte ihn mal so bezeichnen als Journalist ohne Grenzen, als ein Journalist über Grenzen hinweg. Und man kann jenen Paolo Marcanoiotti auch insofern charakterisieren, dass für ihn Europa und europäische Themen immer
eine persönliche Herzenssache waren. Seine erste Annäherung an das Thema Europa war bei der Einweihung der landwirtschaftlichen Lehranstalt San Michele an der Etsch, wo er 1960 bereits Vorbereitungen für einen Studienaufenthalt und ein Praktikum in Deutschland genießen konnte. Die Agrarpolitik war ja die erste europäisierte Politik und da ist sozusagen die Linie auch wieder in sich schlüssig. Magagnotti, ländlicher Raum, Landwirtschaftsschule und europäische Themen. Er beginnt als Europäer zu denken und zu handeln und 1969 gibt er mit einem Kollegen in nahezu geheimer Arbeit ein kleines Wörterbuch der EWG heraus. Ich hoffe, mein Italienisch ist jetzt ausreichend. Dizionario del Mercato Comune Europeo. Sie wissen ja, früher hat unsere Europäische Union geheißen EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Heute sind wir die Europäische Union. Von seiner großen Begeisterung für Europa, meine Damen und Herren, die er vor allem bei seinen Vorträgen und Fernsehsendungen zu europäischen Fragen an den Tag legte, möchte ich ein besonderes Beispiel nennen. Ich glaube, Herr Kindermann hat es schon genannt, die Europa, hier Europa. Eine beispielhafte Fernsehsendung, deren Anfänge bereits 20 Jahre zurückliegen. Für mich war interessant, dass eigentlich seit Jahrzehnten die Zustimmung zu Europa in Italien höher ist als in den meisten anderen Staaten. Manchmal wünsche ich mir, wenn wir in Deutschland solche europabegeisterten Fernsehjournalisten hätten, wie Italien in Ihnen einen hat. Denn sicher hat das Fernsehen eine ganz besondere Bedeutung bei der Hinwendung zu Europa. Und es geht hier um Informationen und Kommentare zu Ereignissen auf der europäischen Ebene. 1998 initiierte Paolo Magagnotti eine Fernsehsendung, die ein Thema betrifft, das für mich eine besondere Bedeutung hat, nämlich Europa Radici Christiane, die europäischen christlichen Wurzeln. Und es hat bis heute eine zentrale Bedeutung, weil es, wie ich vorhin schon erwähnt habe, darum geht, ob Giscard d'Estaing mithilft, dass ein Gottesbezug in die neue europäische Verfassung hineingeschrieben werden kann oder nicht. Giscard d'Estaing war beim Heiligen Vater in Rom. Und ich bin informiert darüber, dass auch der Papst sein nachhaltiges Interesse und seine Bitte geäußert hat, dass ein solcher Gottesbezug in eine europäische Verfassung kommt. Und hier sehen wir in dieser Sendung von Paolo Magagnotti eine Unterstützung dieser notwendigen Bekennung Europas zu seinen geistig-religiösen Wurzeln. Sehr verehrter lieber Paolo Magagnotti, in Ihrer Mission oder Ihrer Passion für Europa waren Sie kein Einzelkämpfer. Sie haben immer auch gewusst, Freunde zu finden und damit mit einem Teamwork, wie wir heute in Englisch sagen, gemeinsam europäische Interessen voranzutreiben. Sie waren Vorstandsmitglied der Vereinigung Europäischer Journalisten und in den Jahren 86 bis 88 sogar deren Generalsekretär. Ihre Funktionen darf ich jetzt nur noch im Telegrammstil aufführen. Also es ist fast unglaublich, was man in Ihrem Alter schon alles gemacht haben kann, lieber Herr Magagnotti. Pressechef der Region Südtirol, Chefredakteur der zweisprachigen Sendung Region Heute, zweisprachige Zeitschrift Region Trentino Alto Adige und Chefredakteur der Zeitschrift Aggiornamenti Aktuell. War das Aggiornamenti richtig? Die Damen haben es als Erste gehört, jawohl. Aber das, glaube ich, kam aus deutschem Mund, ja. Ich wollte eine italienische Stimme hören, ob das richtig war. Aggiornamenti, aber ich hoffe, es ist richtig. Eine wissenschaftliche Zeitung für Regionalismus, Föderalismus, landwirtschaftliche und europäische Themen. Und nicht zuletzt Ihre Tätigkeit für die italienische Rundfunk- und Fernsehanstalt RAI. Lassen Sie mich abschließend zu einem Aspekt kommen, der ich meine, der ganz besonders wichtig ist. Sie haben sich immer ausgesprochen für das Prinzip der Subsidiarität, meinend, dass nur das die höhere Ebene übernehmen soll, was die untere Ebene nicht mehr ausreichend vornehmen, gestalten kann. Und dieses Gestaltungsprinzip
ist, wie ich meine, für die europäische Entwicklung außerordentlich wichtig. So wie ein großer Firmenkongress, Firmenkonzern nicht mehr alles in der Zentrale machen kann, kann auch in unserem größer werdenden Europa nicht mehr die Zentrale Brüssel alles im Zentrum machen. Wir müssen delegieren, nach unten Kompetenzen verlagern. Und dass Sie sehr früh dieses Prinzip der Subsidiarität anerkannt haben, möchte ich hier ganz besonders erwähnen. Lieber Paolo Marionjotti, Sie sind ein Journalist von europäischem Rang. Sie waren auch Präsident der Deutsch-Italienischen Gesellschaft für Europa. Und im Rahmen dieser Suche nach neuen Motivationen, nach neuen kulturellen Impulsen, haben Sie sich von niemandem übertreffen lassen. Sie sind, und so möchte ich sozusagen abschließend formulieren, in der Tat ein Journalist ohne Grenzen. Sie sind ein Ausnahmeeuropäer und Sie sind ein Journalist von europäischem Rang. Der Journalist Mauro Landi beschreibt seinen Kollegen Marionjotti 1994 bereits als einen Menschen, der sich von seiner Liebe zu Europa nicht lösen kann. Ich hoffe, Ihre Frau ist damit auch einverstanden. Martin Greff, der bekannte französische Schriftsteller und Regisseur, erwähnt in seinem Buch Voyage au Jardin des Frontières das starke Engagement von Paolo Marionjotti für Europa. Und er bezeichnet Sie, lieber Herr Marionjotti, als einen Grenzgänger voller innovativer Ideen, als großen Verfechter Europas, der alles unternimmt, um die geistigen Grenzen zu überwinden und der sich in die Denkweise verschiedener Völker hineinversetzen kann. Lieber Dottore Paolo Marionjotti, es ist mir eine große Freude und Ehre, Ihnen auch namens des Europäischen Parlaments zur Verleihung dieses Preises zu gratulieren. Sie sind ein würdiger Preisträger. Wir wünschen Ihnen auf diesem Weg als Journalist für Europa weiterhin Gesundheit, Erfolg und Gottes Segen. Dankeschön. Ich möchte nun gleich bitten, dass wir die Grußworte anhören. Als erstes möchte ich ersuchen, Herrn Helmut Hetzel als Vertreter, als Präsident der Internationalen Vereinigung Europäischer Journalisten. Herr Hetzel, ich bitte um die Ehre des Wortes. Lieber Paolo Marionjotti, Exzellenzen, werte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres, oder genauer gesagt innerhalb von nur 6 Monaten, ist Italien der Ort der Begierde und der Ort der Begegnung für die Association of European Journalists, der AEJ. Und auch heute wieder ein Ort des Feierns. Schon im Oktober letzten Jahres war Italien ein Ort des Feierns für die AEJ, nämlich als wir in dem bezauberten Sanremo unser 40-jähriges Jubiläum feiern konnten und dort an der italienischen Riviera unsere letztjährige Generalversammlung organisieren konnten. Nun heute sind wir wieder in Italien, in Bella Italia, diesmal in Südtirol, Alto Adige. Wir sind hier in Bozen, in Bolzano, um eines unserer verdienstvollsten Mitglieder der Association of European Journalists zu ehren, Paolo Marionjotti. Paolo erhält den diesjährigen Journalistenpreis, den die Association of European Journalists gemeinsam mit der Taxpayers Association of Europe jährlich vergibt. Herzlichen Glückwunsch, Paolo. Du hast ihn verdient. Der Europäische Journalistenpreis gebührt nach unserer Ansicht Persönlichkeiten, die sich in ihren Publikationen entschieden für die europäische Einigung auf demokratischer Grundlage eingesetzt haben und das noch immer tun, ohne dass sie dabei zu Vasallen der europäischen Institutionen werden oder sich dazu degradieren lassen. Der Europäische Journalistenpreis gebührt jenen Journalisten, die das freie Wort
wo immer es gefährdet sein möge, jederzeit verteidigen. Der Europäische Journalistenpreis gebührt jenen Journalisten, die in der Lage sind, Desinformationskampagnen zu enttarnen, Desinformationskampagnen, die teilweise, wie wir wissen, immer dann vor allem von der Politik gestreut werden, wenn die politischen Zeiten besonders spannend und hart sind. Und das sind sie momentan. Nun will ich der Laudatio, die jetzt gleich vom Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Dr. Ingo Friedrich, gehalten wird, nicht vorgreifen und ich will hier auch keine Medienphilosophie entwickeln. Gestatten Sie mir nur noch einen Satz in Sachen Medien oder Medienphilosophie. Es ist mein Lieblingssatz. Und der Satz lautet: Die Wahrheit siegt. Die Wahrheit siegt, das sollte eigentlich das Motto eines jeden Journalisten sein. Die Wahrheit siegt, ist aber nicht nur mein Lieblingssatz und er kommt auch nicht von mir. Er kommt von jemandem anderen, einem ganz, ganz großen Europäer, einem ganz, ganz großen Freiheitskämpfer. Die Wahrheit siegt, ist der Lieblingssatz von Václav Havel, der Präsident der Tschechischen Republik, der heute seinen letzten Amtstag hat. Lieber Paolo, gestatte mir persönlich jetzt einige persönliche Worte noch an dich zu richten. Ich habe dich vor kurzem ist eigentlich untertrieben, vor einiger Zeit schon, kennen und schätzen gelernt als einen integeren Intellektuellen. Jemanden, der trotz zweier Doktortitel immer Bodenhaftung behalten hat. Jemanden, der ein eindrucksvolles journalistisches und wissenschaftliches Œuvre vorweisen kann. Und dennoch, trotz alledem, trotz deiner publizistischen Erfolge, bist du bescheiden geblieben. Und ich glaube, das gerade zeichnet dich aus. Das macht dich so sympathisch. Und das zeigt auch, lieber Paolo, dass dein Herz am richtigen Platz sitzt. Verehrter Herr Hetzel, verehrter Herr Hetzel, bedanke mich sehr für das Grußwort. Und ich bitte nun um das nächste Grußwort Herrn Rodger Kindermann, den Präsidenten der deutschen Sektion der Vereinigung Europäischer Journalisten. Generalrates von Trentino Südtirol, Dr. Pahl. Sehr geehrter Herr Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Dr. Ingo Friedrich. Lieber und geschätzter Kollege Paolo. Lieber Präsident des Europäischen Deutschen Steuerzahlerbundes, Graf Baron von Hohenau. Und lieber Präsident Delvey, wir sind ja inzwischen schon fast erfahrene Partner in der Verleihung dieses Preises. Zunächst aber möchte ich allen denen herzlich danken, die mit Rat und Tat dazu beitragen, dass dieser Festakt heute zu Ehren unseres Freundes Paolo in so würdiger Form stattfinden kann. Insbesondere gilt natürlich dieser Dank dem Präsidenten des Regionalrates von Trentino Südtirol, Dr. Franz Pahl, der diese Feier heute mit in diesem wunderschönen Rahmen ausrichtet. Ich überbringe sehr gerne vor allem die Grüße der deutschen Journalisten, die ja seit vielen Jahren und seit vielen Jahrzehnten, muss man schon sagen, die politischen, sozialen und kulturellen Entwicklungen in Italien mit großem Interesse begleiten. Und ich bin auch sicher, dass hier von Bozen aus ein weiteres Signal ausgehen wird, zum Zusammenwachsen der Medienbranche und der Medienberufe in Europa. Kolleginnen und Kollegen aus Italien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg haben, Helmut Hetzel sagte es eben schon, vor 40 Jahren in Sanremo die Gründung der Vereinigung Europäischer Journalisten beschlossen. Italiener und Deutsche gehörten schon damals zu den Vorreitern, die davon überzeugt waren, dass so etwas wie ein europäisches Bewusstsein bei uns entstehen wird. Chi Europa, hier ist Europa, so heißt das Fernsehprogramm von Dr. Paolo Magnotti, das er seit den 80er Jahren gestaltet. Die unzähligen Aktivitäten und Programme, die Bücher, die ganz persönlichen Engagements von Paolo für Europa aufzuzählen, muss ich mir aus Zeitgründen versagen und ich will auch nicht der Laudatio des Vizepräsidenten vorgreifen. Nur so viel sei angemerkt. Hier ist Europa
heißt es in der Sendung. Hier spricht Europa, hier denkt Europa, hier agiert Europa. So, lieber Paolo, könnte man deinen ganz persönlichen Lebensweg und deinen beruflichen Werdegang beschreiben. Ich freue mich besonders, dass du seit einem halben Jahr in unserem Vorstand mitarbeitest. Unsere Generalsekretärin Heide Ringhand hat es wie immer verstanden, die besten Köpfe zu sammeln. Und da gehörst du selbstverständlich dazu. Und ich freue mich weiter auf diese Zusammenarbeit. Und genau das zeichnet ja unsere Arbeit in der Europäischen Journalistenvereinigung aus, dass auch die nationalen Sektionen international zusammengesetzt sind, dass hier schon immer Cross-Border Communication, Cross-Cultural Communication stattfindet. Der Europäische Journalistenpreis, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird heute zum 26. Mal diesmal auch wieder gemeinsam mit dem Europäischen Steuerzahlerbund verliehen. Und an dieser Stelle möchte ich auch ganz herzlich unserem Münchner Kollegen Michael Jäger für die hervorragende Zusammenarbeit danken, lieber Michael. Paolo Maganotti gehört jetzt in die lange Liste renommierter Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa, die aufgrund ihres Engagements für das politische Zusammenwachsen des Kontinents ausgezeichnet werden. Er ist seit 1977 der vierte italienische Preisträger. Dazu gratuliere ich dir auch ganz herzlich im Namen der Kolleginnen und Kollegen der deutschen Sektion. Meine Damen und Herren, noch ein paar ganz grundsätzliche Worte. Eine freie Presse in Europa und natürlich darüber hinaus gehört zu den Voraussetzungen für eine freie und moderne Gesellschaft. Es genügt nicht, die Pressefreiheit von staatlicher Seite zu tolerieren. Pressefreiheit muss überall und immer auch gewährleistet werden. Ihre Einhaltung muss sozusagen auch von politischer Seite garantiert werden. Es gibt in Deutschland, aber auch in Italien immer wieder Rückschläge und es gibt Länder, in denen das besondere Gut der Pressefreiheit ständig noch mit Füßen getreten wird. Umso größer sind die Gefahren, wenn die Medien auch wirtschaftlich unter Druck geraten, wie dies zurzeit bei uns der Fall ist. Eine große Medienvielfalt, zahlreiche unabhängige Verlagshäuser, Rundfunk- und Fernsehanstalten sind unerlässlich. Kein Bereich wie der Medienbereich muss auch kartellrechtlich so sorgfältig beobachtet werden. Die Schaffung von dauerhaften, freiheitlichen Rahmenbedingungen für die Presse, das ist die Hauptaufgabe unserer Vereinigung und wir freuen uns, dass der Deutsche Steuerzahlerbund uns hierbei auch hilft. Als Journalisten müssen wir die Bürger, unsere Leser und Zuschauer nach Europa mitnehmen. Dies gilt besonders auch jetzt für den Prozess der EU-Erweiterung und für die innere Demokratisierung Europas, wie sie zurzeit im EU-Konvent beraten wird. Und wir sind froh, dass es Europapolitiker gibt, die diesem Ziel ebenso verpflichtet sind wie der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Dr. Ingo Friedrich, dem wir für die lange, enge Zusammenarbeit ausdrücklich danken. Ich denke aber auch, dass wir als Journalisten ein wenig daran mitwirken dürfen, dass von Europa eine gewisse Faszination ausgeht. Dieser Tag soll heute dazu beitragen. In diesem Sinne gratuliere ich nochmal dir, lieber Paolo, ganz herzlich. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Kindermann. Und nun bitte ich den Herrn Rolf Baron von Hohenau, den Präsidenten des Bundes der Europäischen Steuerzahler und den Präsidenten des Bundes der Steuerzahler in Bayern, um die Ehre seines Grußwortes. Herr Baron. Meine Damen und Herren, wir freuen uns, eben Herr Dr. Pahl, mit Ihnen einen Politiker auf unserer Seite zu haben, auf der Seite der Steuerzahler, der unsere Ideen mit vertritt und der auch von seiner Tätigkeit her durchaus einen guten Platz in unserer Organisation finden könnte. Ich möchte Ihnen den Bund der Steuerzahler nicht im Detail vorstellen. Da gäbe es so viel zu sagen, aber vielleicht doch einige Worte zu unserer Dachorganisation, der Taxpayers Association of Europe. Mehr als 1 Million Mitglieder haben sich zusammengefunden, um in Europa die Interessen der Steuerzahler zu vertreten. Wir sind ein ständiger Mahner für mehr Sparsamkeit in öffentlichen Verwaltungen, in der Politik. Wir sind sozusagen das Finanzgewissen Europas und natürlich, nachdem wir auch organisiert sind in den einzelnen Ländern Europas, auch das Finanzgewissen regional. Politik, meine Damen und Herren, bewegt sich
oft erst dann in die richtige Richtung, wenn sie den entsprechenden Druck, den entsprechenden Anstoß bekommt. Und die beste Organisation und die tüchtigste Steuerzahlerorganisation wäre sicherlich bei weitem nicht so erfolgreich, wie wir das sein könnten, wie wir das sind, wenn sie nicht auf ihrer Seite die Journalisten hätten, die Öffentlichkeitsarbeit machen für uns, die unsere Ideen transportieren und die praktisch die Kontaktstelle zu ihnen draußen vor Ort sind. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass wir diese seit nunmehr 3 Jahren diese sehr gelungene Zusammenarbeit haben. Und es ist auch erfolgreich und ich glaube, es ist auch für die Vereinigung der Journalisten durchaus attraktiv, eine Organisation wie die unsere auf ihrer Seite zu haben, die einfach mit Sachverstand, mit unseren wissenschaftlichen Instituten in Köln und in München und in Wiesbaden auch die Grundlagenarbeit dafür leistet, dass man konkrete Vorschläge bringen kann, konkret darauf hinweisen kann, was eben erforderlich ist und wo die Politik in die richtige oder in die falsche Richtung läuft. Nun, wir haben mit Herrn Dr. Magagnotti, und ich hatte Ingo Friedrich versprochen, dass ich nicht ihm für seine Laudatio nicht zu viel vorwegnehme. Wir haben mit Herrn Dr. Magagnotti einen Preisträger in diesem Jahr wieder gemeinsam gefunden, der, glaube ich, und das zeigt auch der Besuch hier in diesem Raum, der dieses Preises mehr als würdig ist. Ich freue mich sehr, Herr Dr. Magagnotti, dass Sie uns zugestimmt haben, dass Sie diesen Preis entgegennehmen können. Wir sind stolz darauf, Sie als Preisträger bei uns zu haben. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Verehrter Herr Preisträger, ich darf Ihnen nochmals im Namen aller Versammelten die herzlichsten Glückwünsche aussprechen und den Dank für die Arbeit, die Sie geleistet haben und weiterhin leisten werden. Sie haben damit einen großartigen Beitrag geleistet und Sie vertreten eine Berufsgruppe, ohne deren Arbeit Freiheit und Demokratie in Europa, in allen Ländern, wo es sie gibt, nicht möglich wären. Ich werde nachher zum Schluss an Ihre Berufsgruppe, an Sie persönlich, aber an alle, die Journalisten sind, noch einen ganz besonderen, herzlichen, persönlichen Dank auch aussprechen. Ci ha dato anche l'onore della sua presenza oggi anche il Cavaliere di Gran Croce, l'ex Presidente della Regione, Enrico Pancheri, il quale nella promozione di iniziative europee ha avuto in Paolo Magagnotti un particolare collaboratore. Per questo motivo, caro Dottor Pancheri, mi sia permesso di invitare lei a portare un breve saluto ai presenti. Non poteva mancare due parole da parte degli ex presidenti della Giunta regionale e da tutti coloro che hanno apprezzato e che apprezzano tuttora l'attività del nostro Paolo Magagnotti. Mi unisco alla gioia e alla unanime soddisfazione qui espressa dalle autorità, dagli amici che mi hanno preceduto per dare pubblica testimonianza di affetto e di stima all'amico Paolo Magagnotti, oggi insignito di un premio che corona una vita di impegno e di dedizione alla causa dell'unione dei popoli europei e alla pacifica convivenza nel segno della tolleranza, della comprensione, della fratellanza. Sono le parole che dobbiamo meditare continuamente. Ho avuto modo di conoscere ed apprezzare la professionalità ed il grande slancio di Paolo, soprattutto negli anni dal 78 all'83, nel periodo della mia presidenza in Regione, in un momento particolarmente delicato, che tutti quelli che sono presenti credo che ricordano, nei rapporti tra i gruppi linguistici ed etnici del Trentino e dell'Alto Adige sui Tirol. Ricordo un primo incontro a Matrai, in una cantina di Matrai, organizzato da Paolo, con esponenti politici ed amministrativi locali dall'Austria e della Germania. Grazie alla diplomazia e dell'intuito di Paolo, riuscimmo in pochi mesi a ricucire antiche lacerazioni e a rilanciare in poco tempo larghe Alpe, l'Alpe Adria, grazie anche all'opera dell'allora capitano del Tirolo, Valnefer, particolarmente sensibile ai temi della cooperazione, del lavoro trasfrontaliero e degli scambi culturali. E grazie anche al dottor Magnago, che in quel momento ha compreso queste difficoltà e ha voluto veramente dare una mano a questi incontri. Via via nel tempo Paolo Magagnotti riuscì a intracciare nuovi positivi rapporti anche in paesi extraeuropei, anche in collaborazione con il Ministero degli Esteri italiano.
Paesi europei, compresi gli Stati Uniti, poi che non sono Europa, gli Stati Uniti d'America, riallacciando fecondi legami che ha tuttora con le comunità trentine e tirolesi emigrate da più di un secolo. È stato tutto molto difficile, ma a Paolo Magagnotti, è proprio il caso di dirlo, il miracolo è riuscito. Grazie Paolo, a nome delle nostre comunità che oggi si sentono più unite, più libere, più europee. Grazie. Verehrter Presidente des Europäischen Dr. Franz Pal, verehrter Vizepräsident des Europäischen Parlaments Dr. Ingo Friedrich, verehrter Präsident des Bundes der Steuerzahler in Europa Baron von Hohenau, signor Presidente fondatore dell'Associazione dei Contribuenti Italiani, liebe Präsidenten, Kollegen und Freunde Hetzel und Kindermann, Autorità, signori e signori, colleghe, colleghi, amici, dear friends from the United States of America and Asia. Ich möchte meinen innigen Dank für diese große Ehre aussprechen, die mir mit der Verleihung, mit der Zuerkennung dieses bedeutenden Journalistenpreises zuteilt wird. Meine Freude ist dadurch noch größer, dass diese Feier hier am Sitz des Regionalrates stattfindet, an einem Sitz, wo ich jahrelang von der Tribüne dort oben viele Debatten, viele Wortmeldungen der Regionalratsabgeordneten auch über Europa mitverfolgt habe. Dafür danke ich dem Präsidenten des Regionalrates, Dr. Pal, recht herzlich. Wenn ich heute hier stehe und selbst spreche, so ist es für mich etwas Eigenartiges natürlich, wie Sie verstehen können. Diese Feier, dieses Ereignis bedeutet für mich eine wichtige Etappe in meinem Leben. Gestatten Sie mir deshalb eine persönliche Bemerkung. Ich möchte meiner Familie danken. Meine Gedanken richten sich an meine verstorbenen Eltern und insbesondere auf meine Mutter und meine Tata, die für meinen Werdegang sehr viele Opfer gebracht haben. Signor Presidente, signor Vicepresidente del Parlamento europeo, lei ci ha presentato l'itinerario futuro dell'Europa che è impegnativo, denso di ostacoli, ma affascinante. Un fascino che deriva indubbiamente dalla storia della nostra cara Europa, ma che è anche motivato dal fatto che questa nostra Europa, pur fra le grandi tragedie che ha vissuto, ha anche la generosità di animarci ancora di entusiasmo per le prossime prospettive. Le lucide intuizioni dei padri fondatori sono ora aspirazioni di noi tutti. Queste aspirazioni devono continuare a reggerci, perché il fallimento di questa idea non sarebbe solo il fallimento di un progetto europeo, ma di un progetto globale, stante anche la crescente interdipendenza degli eventi. Osserviamo che lo storico discorso di Robert Schuman del 1950 ha avviato uno straordinario processo di riconciliazione in Europa. In questi giorni sono stati ricordati i 40 anni del Trattato dell'Eliseo, ma ancora molto c'è da fare. Ancora molto c'è da fare anche perché noi pensavamo, ci illudavamo che vi fossero nel mondo degli equilibri immutabili. Abbiamo visto che questi equilibri non erano immutabili ed ora la disaggregazione degli aggregati genera nuove esigenze di riconciliazione che devono essere affrontate in Europa. Pensiamo solo ai Balcani. Di fronte a queste istanze sono imperativi progetti di riconciliazione che non possono essere affrontati, a mio avviso, solo dalla più importante e necessaria tradizionale diplomazia. Credo che anche alla microdiplomazia debba essere dato un peso significativo. Vediamo i risultati positivi che ha ottenuto la microdiplomazia nelle zone di confine. Questa regione ne è in buona parte un esempio. Ma io credo che in questo momento un forte aiuto per il recupero di un impegno sulla via della riconciliazione e della creazione di networking umani possa esserci dato da una ripresa, da una rivitalizzazione dello spirito di Helsinki per quanto riguarda la sua dimensione umana.
Credo che tutti i rapporti umani, la creazione di rapporti umani possa dare degli ottimi risultati non solo per le persone che vi partecipano, ma anche per il bene comune, quel bene comune che compete come responsabilità alla mano pubblica. Le risorse culturali presenti nei paesi dell'est europeo costituiscono componenti importanti per la realizzazione di rete umane, per la realizzazione di sinergie che possono essere utili anche per l'Occidente. Le creatività liberate nell'est europeo e che noi spesso abbiamo sottovalutato possono in questo senso offrire un importantissimo contributo e dal riguardo ritengo necessario che si compia ogni sforzo per una maggiore valorizzazione dei corpi sociali nella nostra società. Lei, sappiamo quanto lei ami il principio di sussidiarietà, l'ha richiamato prima, e sappiamo quanto lei è impegnato nell'ambito europeo per sostenere questo fondamentale principio. Io ritengo che il grado di valorizzazione dei corpi sociali da parte della mano pubblica sia misura della sua capacità di attuazione del principio di sussidiarietà. Ora consentitemi una parentesi qui nel dire che oggi purtroppo questo principio di sussidiarietà è utilizzato come un Chungan principio, che si tira a destra e a sinistra secondo la convenienza. Questo mi pare che avvenga in termini eccessivi. Personalmente rimango fedele al principio di sussidiarietà così come espresso dalla dottrina sociale della Chiesa e le mie elaborazioni, le mie riflessioni si riferiscono spesso al principio, alla formulazione fatta dal grande gesuita Oswald von der Breuding, jede Zuständigkeit liegt da, wo sie den Menschen und den Dingen am nächsten sachdienlich ausgeübt werden kann. Questo per me è una formulazione alla quale mi riferisco sempre. Da qui discende pure un concetto da sottolineare. Spesse volte vediamo l'utilità europea nelle elargizioni, nei contributi che ci può dare. Non è questa la vera utilità europea, ma è la cornice di rapporti, di relazioni, di presupposti che può creare per realizzare il bene comune. Su questa linea credo che dobbiamo muoverci. Parlando di bene comune, lo concepisco io come una delle quattro colonne portanti della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, unitamente alla solidarietà, alla sussidiarietà e alla dignità umana. I processi di riconciliazione portano per loro natura a ricreare e generare fiducia. Al giorno d'oggi purtroppo notiamo che vi sono in molte parti d'Europa e non solo d'Europa molte situazioni di sfiducia e di sospetto, sospetto purtroppo. La sfiducia ed il sospetto sono potenti ingredienti che avvelenano i rapporti fra i popoli e le comunità, oltre che naturalmente anche fra le persone. Tali situazioni le troviamo spesso tra le nazioni, in zone di confine dove la collaborazione transfrontaliera non ha ancora potuto offrire i suoi risultati, e le troviamo anche purtroppo nell'ambito delle nazioni, allorquando si cerca di ridefinire un nuovo equilibrio nei rapporti fra poteri centrali e poteri regionali. La promozione dei processi di riconciliazione e del superamento dei climi di sospetto per arrivare a climi di fiducia spetta alle istituzioni, ma spetta a molti altri attori, tra cui i corpi sociali. A questo compito sono chiamate le istituzioni, come dicevo, ma anche a noi giornalisti spetta una notevole responsabilità. Su noi giornalisti grava la responsabilità non solo di informare sugli eventi, ma di disseminare idee, riflessioni e proposte che possono contribuire a rafforzare processi di riconciliazione e per il superamento delle situazioni di sospetto, questa Übergang von Misstrauen zum Vertrauen. Mi ricordo questa bella formulazione che mi aveva offerto il mio amico Paul Michel, che è qui presente, un giorno in Val Gardena quando ci trovavamo per una riunione di Argeal. L'Europa, pur sottoposta a tragedie che hanno scosso l'umanità intera, ha profonde radici da cui trarre linfa per alimentare un futuro di speranza anche di fronte alle incertezze di questi tempi. Di fronte alle difficoltà dell'Europa, mi ricordava sempre il mio maestro di principio di sussidiarietà, lo scomparso padre domenicano Raimondo Spiazzi: le migliori radici del vecchio continente non sono mai state strappate dall'anima dei popoli. Nemmeno i sistemi totalitari ci sono riusciti. Su questa iniziativa, su questi progetti di riconciliazione,
su queste iniziative per creare nelle zone confine nuovi contesti di fiducia e ringrazio vivamente il mio ex presidente Pancheri per le parole che ha detto, il presidente Pancheri che è presente ad altri due ex presidenti della regione con i quali ho avuto ottime collaborazioni, il presidente Grigoli, il presidente Andreoli e Grigoli, che ringrazio vivamente. Su questa linea dobbiamo muoverci. È ben vero che il contadino della Garonna, quel grande Jacques Maritain, ci ricorda che alti costi per piccoli mutamenti rappresentano un segno distintivo della nostra Europa. Credo comunque che noi abbiamo le energie per poter impegnarci, quantomeno anche se i risultati non molto lontani purtroppo sono stati tristi, per cercare di ridurre questi costi. Personalmente mi pongo davanti ad una visione dell'Europa che cerchi di superare le divisioni che permangono, che coltivi il fascino delle sue diversità e che operi per preparare un futuro di pace per se stessa e per il mondo intero. Grazie. Verehrter Herr Dr. Magagnotti, ich danke Ihnen für Ihre freundliche Erwiderung. Sie haben, wie schon bereits mehrfach erwähnt worden ist im Laufe dieser Veranstaltung, diesen Preis, Sie haben es zu erkennen gegeben in Ihren Gedanken, diesen Preis haben Sie wirklich verdient. Ich möchte noch zwei Vertreter des Journalismus bitten, ein kurzes Grußwort zu sprechen, und zwar, wenn es geht, den Herrn RAI-Koordinator Rudi Gamper in Vertretung der öffentlichen rechtlichen Rundfunkanstalt Rundfunk und Fernsehen RAI. Herr Gamper, wenn ich Sie um die Ehre des Wortes bitten darf, hier kurz, wir haben hier vorne. Meine sehr verehrten Damen und Herren und vor allem lieber Paolo Magagnotti, deine Worte, die du zum Schluss ausgesprochen hast, von diesem Übergang vom Misstrauen zum Vertrauen, sagen eigentlich alles aus, was ein Journalist und ein Vertreter der Medien als höchstes Ziel verfolgen sollte. Ich danke dir hier als Vertreter der RAI für deine großartige Arbeit, die du in den vergangenen Jahren auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geleistet hast. Ich wünsche dir, dass du weiterhin erfolgreich und so tiefschürfend tätig sein kannst für die Allgemeinheit. Aber vor allem wünsche ich mir, dass viele Journalisten nicht direkt in deine Fußstapfen treten, denn man muss immer eigene Fußstapfen im Leben hinterlassen, aber dass sie doch diese Worte beherzigen und als höchstes Ziel ihrer Arbeit die Verbrüderung und das Verständnis unter den Völkern sehen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche dir, lieber Paolo, noch alles Gute und wie du vorhin sagtest, auch Gottes Segen. Grenzüberschreitend für die fruchtbare politische, menschliche, kulturelle Zusammenarbeit gewirkt, hat über alle Jahrzehnte hinweg, bis heute und sicher auch in der Zukunft, das österreichische Fernsehen, ORF. Einer der renommiertesten Vertreter, der jahrzehntelang gearbeitet hat für die Bewusstseinsmachung der Probleme Südtirols, den Zusammenhalt mit Österreich und das Verständnis geweckt hat in Italien, für Fragen der Minderheiten ist Dr. Paul Michel. Autoritäten, meine sehr verehrten Damen und Herren, es war die Zeit, als man noch nicht direkt nach Österreich telefonieren konnte, weder von hier aus noch von Trient. Und es ist die wichtigste Zeit eines Journalisten, nicht die Arbeit, sondern die Umstände herauszufinden, welche Linie und welche Sentenz ein Politiker hat, eine Sentenz, die dann in 20 Sekunden im Fernsehen zu Wort kommt. Die übrige Zeit muss abgewartet werden, muss telefoniert werden, muss herumgesessen werden. Und in diesem Bereich war Paolo Magagnotti der Helfer schlechthin. Er hat uns nicht nur informiert über das, was die einzelnen Politiker meinen und wollen, sondern hat uns auch das Handwerk geliehen, zu telefonieren ins Ausland. Das Ausland war damals sehr weit und es war sehr mühsam. Und Paolo Magagnotti war ein wahrer Freund, ohne Ansehen eines Journalisten, von woher er kam oder welche Linie er vertrat. Und für diese Aufgeschlossenheit, die Paolo Magagnotti hatte und noch hat,
möchte ich ihm im Namen des ORF, aber auch im Namen anderer Journalistenkollegen sehr herzlich danken. Er ist und bleibt ein wahrer Freund. Verehrte Damen und Herren, der Tiroler Almanach ist ein Magazin, das in besonderer Weise die Idee der Zusammenarbeit propagiert. Und ich möchte nun den Herausgeber des Tiroler Almanach bitten, ein kurzes Grußwort zu sprechen, Herrn Dr. Emil Juhn. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin nicht vorbereitet. Es war eine Überraschung, die Einladung sowie die Aufforderung, hier an Sie einige Worte zu richten. Ich war beruflich gestresst, vor 31 Jahren berufen in Tirol, ein Medium herauszugeben für die Finanzierung sozialer Einrichtungen. Nach 3-4 Jahren bin ich dann über Paul Michel auf Paolo Magliotti gestoßen und die haben die Idee eingebracht, man muss grenzüberschreitend etwas tun. Mich hat Paolo Magliotti überzeugt, dass hier sehr viele Defizite vorhanden sind und dass man hier wirklich vieles bewegen kann. Und ich glaube, über den Almanach zu reden, würde hier die Zeit zu kurz sein. Aber eines darf ich sagen, wir haben sehr viel bewegt. Die Zusammenarbeit zwischen den Regionen Tirol, Südtirol und Trentino, glaube ich, kann sich zeigen lassen. Und ich möchte an dieser Stelle unvorbereitet dem Paolo herzlich danken, dass er mich hier eingebunden hat, dass ich auch hier einiges mit beitragen konnte, für diese Region grenzüberschreitend einiges zu tun. Unter dem Motto Land ohne Grenzen haben wir viele Akzente gesetzt. Lieber Paolo, dafür herzlichen Dank. Nun, wir kommen gleich zum Abschluss. Ich möchte zum Abschluss noch eine Person bitten, ein kurzes Grußwort zu sprechen. Now I'd like to invite Professor Linda Lucia Lubrano, Director of the Federal Research Center of Europe from the American University, to speak to us here from this place here. Thank you. Excuse me, but I must speak in English, although I have understood and listened carefully to the honors bestowed on Dr. Paolo Magliotti today. I am very proud and happy to be here to share this occasion with him and with all of you. Dr. Magliotti has been a very special colleague and a friend of our center and of mine since I first met him 3 years ago. He has inspired our graduate students enormously. They have worked very closely with him and have learned a great deal about the profession of journalism. And he has been very generous with his time and sharing his expertise with them. I'm not surprised that he is the recipient of such an honor, since it was clear from the very moment I met him that he is a man of distinction, of great integrity, and of great wisdom. I want to share with all of you this congratulations and wish him continued success in the years ahead. Wir kommen nun zur Verleihung des Preises an Dr. Paolo Magliotti. Das ist überlassen dem Bund der Steuerzahler.